Ja, hallo Leute, ich begrüße euch aus der Closed Beta zu Survarium. Mein Lieblings-Beefke, ja, sorry Mark, wünscht sich ein Video aus der Beta und das liefern wir hier jetzt. Es kommt auch demnächst eine Open Beta. Wir haben hier eine News auf unserer Homepage, könnt ihr gerne nachlesen: www.mdeclan.at. So, jetzt gehen wir ins Inventar. Ausrüstung haben wir noch keine. Ich nehme mit die Mosin für den Fernkampf und die PPSH für den Nahkampf. Geht das noch? Oh, beim Update geht nicht mehr. Nehmen wir die Kleine mit. Okay. Ja, mehr habe ich noch nicht. Ich habe erst drei oder vier Partien gespielt. Also erwartet hier keine unglaublichen Leistungen jetzt hier in dem Video. Ich werde euch einfach nur mal kurz das Gameplay zeigen. Es ist momentan nur der PvP-Modus verfügbar, also der Multiplayer von dem Ding ist ja grundsätzlich geplant wie DayZ. In die Richtung soll ein Survival-Game werden. So, und da sind wir auch schon in-game. 5 Sekunden und es geht los. Jawohl. Grafisch ist das schon in Ordnung dafür, dass das eine Beta ist. Hier sind wieder das Cannibal, das ist eine Anomalie. Wenn ihr hier zu lange drin steht, werdet ihr vergiftet und ihr sterbt. Man merkt, die Jungs vom Vostok haben Stalker geschaffen. So, da huschen wir jetzt mal durch. Kurz ist das kein Problem. Voll verfehlt hier. Der geht nicht da. Was ist mit dem Lappen? So, und da ist er da. Yeah.
Ein Zielwasser, Alter. Ja. Der hat hier schon eine AK und ein Heady gegeben. Ich glaube, der Drecksau. Sollen wir wieder links gehen? Wo ist das Miststück? Meine Fresse. Der hat sich ja selbst gekillt. Selfie-Kill? Ist ja nicht einer, aber. Guck mal. Weg ist er. Ja, der war doch heiß. Zwei Abschüsse. Wirklich. Waffe kann ich im Match nicht ändern. Schade irgendwie. Die ganze Kompanie rückt hier vor, schauen wir mal. Vielleicht können wir uns das Objekt holen.
Halt, da war noch ein zweiter. Scheiß Camper. Ja, versuchen wir es links nochmal hier. Ja, vom Gameplay her erinnert mich das Ganze an die ganzen frühen COD-Teile und World of War im Speziellen. Meine Fresse, hey. Ach, der hat ja schon eine richtige Snipe. Nun gut. Ja, früher gab es ja diese, vor ein paar Jahren, Überschuss an Zweiten Weltkriegs-Shootern. Aber jetzt ist das hier trocken. Habe ich es schon vermisst. Rauskommen. Komme ich hier raus irgendwo? Ah, hier. Oder? Nee. So, ich bin hier an der Todesgrenze. Jetzt haben wir noch eine Farm, hier wird alles blass. Vielleicht können wir noch einen mitreißen.
Ach, das war ein Fehler jetzt. Ja, okay. Ja, viel geleistet habe ich nicht. In der Mitte, war kein Problem. Congratulations. Was ist das? Was ist der Black Market? Ja, keine Ahnung, ich werde es herausfinden. Bis zum nächsten Mal. Ich hab's schon herausgefunden. Hier, All Trades. Hey, ist doch nett. Wir 6000 Kohle. Könnte mir hier eine Schrotflinte kaufen. Brauche ich nicht. Ammo. Brauche ich nicht. Was gibt's hier noch? Items? Oh, in a track. A trap. Oh, Pandaschen. Das ist doch geil. Das nimm mal. Kauf mir ein paar. Ein paar Fallen, falls ich mal campen möchte. Okay. Ah, hier gibt es Equipment. Ja, ein Jäckchen. Kauf mal. Eine Jacke, eine Hose. Na, 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 na. Backpack. Okay, kaufen wir auch. Wir kaufen alles. Wir sind reich. Okay, jetzt sind wir pleite. Was soll ich jetzt mit. Ah. Okay. Und kann ich das Ding jetzt hier nicht ausrüsten? What the fuck? Ah, meine Fresse. Okay, Backpack. Kann ich das hinpacken? Kann ich das mitnehmen oder was? Kann ich offensichtlich noch nicht ausrüsten. Boots, Pants, Jeans, Trap. Oh, Trap kann ich mitnehmen. Ah, hier in den Jeans kann ich das reinstecken. Okay, alles klar. Jawohl, da rocke ich doch gleich noch eine Runde. An euch trotzdem. Ciao.